Godzilla. Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 238. Mal bei Godzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau, die Hoaxmistress Alexa. Halli, hallo, guten Tag und moin ihr da draußen. Ich freue mich, euch begrüßen zu können. Und bei mir ist natürlich wie immer glücklicherweise der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ja, und zack, die nächste Folge draußen. So schnell waren wir noch nie. Wir haben es ja schon in der letzten Folge erzählt. Wer es nicht gehört hat, sollte da nochmal reinhören in die letzte Folge. Warum es so zwei Folgen an einem Tag gibt, da wird das alles erläutert. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die heutige Episode, die wir auch haben, die ein Crossover ist mit dem Retro-Kompott, das können wir schon mal sagen. Das ist beim Retro-Kompott schon gelaufen. Hamburger Kollegen von uns hier aus der Podcast-Szene, die wir in Essen kennengelernt haben, machen wir alles nachher. Alexa, du hast auf jeden Fall erstmal eine schöne Geschichte auch wieder vorbereitet. Ja, genau. Fangen wir damit mal an. Der Woche. Ja, in der Hoaxilla-Story geht es dieses Mal um einen wirklich, wie es in Berichten beschrieben wird, bemerkenswerten Autounfall, den der Unfallfahrer bei der Polizei meldet. Und die Polizei wird bei dem Wort bemerkenswert auch schon stutzig, als sie den Fahrer sozusagen anhört, seinen Bericht sich anhört, erfährt sie, dass der Autofahrer berichtet, einen sehr großen Hamster mit sehr großen Zähnen auf der Straße gerammt zu haben. Und das kommt den Beamten sicherlich wahnsinnig merkwürdig vor. Als sie dann vor Ort sind, sehen sie, dass es sich keineswegs tatsächlich um einen Hamster handelt, sondern um ein Wildschwein. Umso verblüffter sind sie, dass der Fahrer offenbar noch nie ein solches Tier weder auf Bildern noch in Natura gesehen hat und das Ganze für einen großen Hamster gehalten hat. Also wenn man sich mal ein Wildschwein anguckt und ein Hamstergesicht anguckt, also so entfernte Ähnlichkeit kann man ja schon irgendwie so ein bisschen ausmachen, aber die Größenunterschiede dürften dann eben doch dazu beitragen, dass die Verwechslungsgefahr nicht allzu groß ist. Auf jeden Fall glaube ich, ein Taxifahrer würde es auf keinen Fall bemerken, wenn er tatsächlich einen Hamster rammt, sei er auch noch so groß und habe er auch noch so große Zähne. Leider ging das Ganze für das Wildschwein nicht so gut aus. Das Wildschwein ist dabei ums Leben gekommen. Leider passieren solche Unfälle, aber man kann natürlich froh sein, dass dem Taxifahrer nichts passiert ist. Wenn ich euch denn dann nicht einen Wildschwein oder Bären oder wie auch immer irgendetwas aufgebunden habe und die Story einfach erstunken und erlogen ist. Das erfahren wir dann am Ende der Sendung. Genau. Und machen jetzt erstmal weiter. Thema der Woche. Ja, wir waren im Frühjahr beim Podcast Camp in Essen und haben da viele, viele spannende Leute kennengelernt. Da wird auch noch die ein oder andere Kollaboration draus entstehen. Andere Kollaborationen hängen noch an Terminfragen, aber eine, die stattgefunden hat, weil sie auch stattfinden musste, war die Kollaboration mit dem Podcast Retro Kompott. Das ist ein Podcast, der sich grundsätzlich um Dinge drehte, die ich auch sehr mag, nämlich alte Computerspiele, so alte Säcke Mitte 40, lieber Patrick, lieber Robin, jetzt mir nach, beschäftigen sich mit Spielen wie Monkey Island und die das beiden. Aber nicht nur für alte Säcke Mitte 40. Nein, ich kenne auch jüngere Leute, die Monkey Island total super finden. Für junge Frauen wie dich mit Mitte 20. Dankeschön. Genau, und die beiden haben ihre 100. Episode jetzt gehabt im September und hatten uns eingeladen, dabei zu sein. Das war natürlich eine Riesenehre, da haben wir auch sehr gerne mitgemacht. Und wir haben ein wenig über, sie haben es Computerspielmythen genannt, wir haben gesagt, falsche Vorstellungen, auch das werdet ihr gleich im Interview hören. Das tat mir so leid, aber ja. War aber super. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Sendung, auch für Hoaxilla-Hörer. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das auch auskoppeln und sozusagen quer veröffentlichen. Jetzt ist das Problem, wenn ihr sagt, die sind super, die Jungs, da würde ich gerne mehr von hören.
Also das ist kein Problem, sondern im Gegenteil. Genau, die 100. Episode des Retro-Kompotts hat eine Länge von 28 Stunden. Und da musste ich noch so dran denken, das Längste, was ich einmal an Podcast mitgemacht habe, war seinerzeit, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, die Weltuntergangsgala mit Sebastian Bartoszek. Oh ja. Ich weiß gar nicht, ob man die noch irgendwo hören kann. Die wir ja anlässlich des drohenden Weltuntergangs 2012 von uns gegeben haben. Das war live und das war, meine ich, 6 Stunden lang. Ich glaube und ich auch. Weiß noch, wie fertig ich danach war. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es mir nach 28 Stunden Podcasting gehen würde. Das ist schon eine reife Leistung. Genau, wobei. Gibt es eigentlich irgendwie einen Rekord oder so? Ich habe keine Ahnung. Das kann man ja nochmal nachschauen, ja. Ob die beiden damit jetzt einen Rekord gebrochen haben. Grundsätzlich wäre sie also rund um das Thema Computerspiele interessiert, mit wirklich auch sehr vielen Interviews mit Szenegrößen. Der kann auf jeden Fall in den Retro-Kompott reinhören oder sollte das sogar tun. Und ansonsten hört ihr jetzt das Bit, das wir gemeinsam mit Patrick und Robin aufgenommen haben. Und da wünschen wir euch viel Vergnügen, weil wir auch der Ansicht sind, dass das für die Huxilla-Hörer eine ganz gelungene Betrachtung rund um das Thema Computerspiele, Medien und falsche Auffassungen rund um diese Themen sind. Und auch das wird ja vielfach diskutiert in unserer Gesellschaft. Und deswegen fanden wir das eigentlich eine super Gelegenheit, das mal aufzugreifen. Also viel Spaß dabei. Zur 100. Folge des Retro-Kompotts haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Und das Ganze... Die Idee kam uns beim Podcamp dieses Jahr, denn dort waren auch die beiden Huxillas, sag ich mal, Alexander und Alexa. Und das könnte man auch kombinieren. Ich hoffe, ihr beide seid schon mal in der Leitung. Das sind wir auf jeden Fall. Das sind wir. Hi, schön, dass wir dabei sein. Und es ist erschreckend, wie lange das schon wieder her ist, als wir so mal gesagt haben, lass uns was machen. Und wir können das auch sagen, eigentlich... war mehr Zeit geplant und wir sind total eingebunden, weil wir wissen ja, dass ihr durchaus mehr Zeit in euren Episoden habt und jetzt haben wir gerade so viele Termine und wir wollten aber und durften ja bei euch in der 100. Folge auftauchen, dass wir den Termin unbedingt behalten wollten. Deswegen ein bisschen kürzer, aber trotzdem freuen wir uns bei euch in der Jubiläumsfolge dabei zu sein und gratulieren schon mal, Alexa, oder? Ja, ja, genau. Herzlichste Glückwünsche. Das muss man ja auch mal sagen. Respekt und Dank. Gratulation auf die nächsten 100 dann bei euch. Ja, das hoffen wir, dass das klappt, ja. Ja, an meiner Seite ist Robin noch mit dabei, denn wir haben gedacht, wir haben ja damals auch angefangen mit dem Retro-Kompott und dann wollen wir auch in der 100. beim Thema dabei sein. Robin, du bist hoffentlich auch gut zu hören. Ich bin auch in der Leitung und freue mich auf dieses wunderbare Viererpack an lustigen Fragen und guten Antworten, gefälligst. Aber wir müssen auch eingestehen, dass wir auch zeitlich im Obergebs eingespannt waren. Also wird alles gut und ich denke mal, wir können jetzt so ein bisschen uns mal um Mysterien zum Thema Computer, Computerspiele und überhaupt um diese ganze Legendenbildung kümmern, was Leute so über Computer behaupten. Was mich interessieren würde, diese ganze Mythengeschichte, wann schwappte das eigentlich auf die Computer über oder auf Computerspiele über oder auf die Spieler? Sind Mythen auf alles übertragbar? Weil die kommen ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Also, wenn du es jetzt, also vielleicht nochmal, um ein bisschen länger auszuholen, ich weiß jetzt nicht, ob alle Hörer ungefähr wissen, was wir bei Huxilla so machen, was für einen Hintergrund wir haben. Vielleicht nochmal ganz kurz vorweggeschickt. Alexander ist seines Zeichens Psychologe und ich habe europäische Ethnologie bzw. Volkskunde an der Uni Münster studiert, mein Magister Artium gemacht vor sehr, sehr vielen Jahren, 2003, ist also schon ewig her, und habe mich während des Studiums mit 12 hast du mit den 12, gemacht. Ja, genau. Vielen Dank. Das ist noch nicht retro. Dugi Hauser genau. Lässt grüßen. Habe mich mit Erzählforschung beschäftigt. So, Erzählforschung grob beschäftigt sich mit Märchen, also diesen Geschichten hier Kinder- und Hausmärchen, die die Brüder Grimm gesammelt haben, also mündlich überlieferte Volkserzählungen. Dann gibt es Legenden. Legenden beschäftigen sich traditionell mit heiligen Geschichten. Und dann kommen wir zu den Mythen. Mythen sind eigentlich, kennt man ja auch griechische, römische Mythologie und so weiter, Göttergeschichten, Ursprungsgeschichten, Schöpfungsgeschichten, so etwas in der Richtung. Dann gibt es noch moderne Sagen zum Beispiel, mit denen beschäftigen wir uns bei Huxilla besonders gerne. Also zum Beispiel solche Geschichten wie die Spinne in der Juckerpalme, also Geschichten wie Rolf Wilhelm Bredenich in seinen Büchern gesammelt hat. Das ist so mal jetzt eine ganz grobe Unterteilung.
Das heißt, willkommen in meiner Welt. Ihr habt den Begriff Mythos falsch verwendet. Und das mit einer Volkskundlerin zu machen, ist mal risikoreich. Ja. Natürlich, der Volksmund unterscheidet da natürlich nicht. Und wir alle wissen natürlich, also, wir sagen heute alles Mythos Marilyn Monroe, ne, wird genau. ganz häufig verwendet. Wobei ja Marilyn Monroe auch gerade oft als Leinwandgöttin bezeichnet wird. Dann bist du schon wieder irgendwie zumindest so im selben Genre so ein bisschen. Aber das, worüber wir, glaube ich, heute sprechen, sind zwar, also was man im Volksmund vielleicht inzwischen auch als Mythos bezeichnen würde. Oder heutzutage als Fake News. Ja, sowas ein bisschen. Oder sagen wir mal, häufig verbreitete Irrtümer in Bezug auf Computerspiele. Ja. Wenn ich die Folge so nennen würde, dann ist sie zu lang. Ist zu lang. Würde das kein Mensch einschalten. Ist auch wahnsinnig schwierig, als Rolf Wilhelm Bredtnich überlegt hat, ja, wie nenne ich denn diese komischen Geschichten, die ich da sammle in meinen Büchern? Da hat er ganze Absätze darüber geschrieben, wie schwierig das ist. Moderne Sagen ist ein Begriff, den kann man verwenden. Dann sagen viele Forscher auch Großstadtsagen, weil die im urbanen Umfeld oft stattfinden, aber manche eben auch nicht, dann passt es wieder nicht so gut. Er hat dann einen längeren Begriff auch verwendet, nämlich fantastische Geschichten von heute. Und wenn du so ein Buch nennst, da weiß also erstmal kaum einer, was gemeint ist, ob das dann irgendwie Fiktion ist oder so, und ist auch viel zu lang. Also moderne Sagen hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Also allein diese Begriffsfindung ist nicht so ganz leicht. Aber eure Eingangsfrage war ja, warum und wann ist das auf Computerspiele übergegangen und rübergeschwappt? Und wenn wir jetzt mal bei dem Begriff ja Irrtum oder Hoax oder moderne Sage oder wie auch immer bleiben, wo ich zum Beispiel, da kommen wir ja auch vielleicht nachher noch drauf, solche Geschichten wie die mit dem Polybius Game einordnen würde. Solche Geschichten verwandeln sich oder nutzen, sagen wir mal, ältere Motive und wandeln sich aber genau in dem Maße, wie sich die Gesellschaft auch wandelt. Es gibt moderne Sagen, die werden heute mit Autos erzählt, die gibt's aber schon überliefert aus dem 19. Jahrhundert mit Pferdefuhrwerken. Also in dem Augenblick, wo sich die Technologie verändert, wo sich die Gesellschaft verändert, wo sich eben auch, wie im Computerspielen, auch die mediale Landschaft verändert, verändern sich auch diese Geschichten und diese ganz alten Motive, die da auftauchen, diese ganz alten gesellschaftlichen Ängste und Vorurteile, die werden dann eben auch auf neue Medien und neue Technologien übertragen. Und insbesondere bei Computer ist es ja, oder Computerspielen, kann man ja sagen, in dem Moment, wo das Medium da war, und da denke ich so ganz weit zurück, sogar noch vor meine Zeit, die ich vom Rechner verbracht habe, oder vor Spielkonsolen, also ich bin Baujahr 75, aber sowas wie das Intellivision zum Beispiel von Mattel seinerzeit und dann später natürlich die Atari 2600 Spielekonsole, da hat man ja schon darüber diskutiert, was für einen schädlichen Einfluss das auf Jugendliche haben kann. Das ist ja also diese Irrtümer rund um Computerspiele. Ich denke, das wird ja der Kern auch der Dinge sein, über die wir heute reden. Und insbesondere gerne darüber geschrieben und problematisiert hat natürlich, das muss man auch mal sagen, zum Beispiel das Fernsehen, was ja davor die Kinder ruiniert hat. Also da war es ja, ne? Das ist also immer. Davor waren es die Bücher. Davor waren es die Bücher. Also letztendlich, aber klar, natürlich mit der Verfügbarkeit der Medien und der, sagen wir mal, Passivität der Nutzbarkeit. Also Fernsehen tatsächlich, also wir sind uns eigentlich ein Kind einfach von Fernseher zu setzen, damit es beschäftigt ist, ist jetzt nicht das Höchstmaß an Erziehung. Der Umkehrschluss, Kindern komplett Fernsehen zu untersagen, ist sicherlich auch nicht realistisch, weil du dann Kindern ein Stück weit der modernen medialen Welt wegnimmst und man muss sich ja auch orientieren in den Medien und genauso würde ich das mit Computer und Computerspielen bewerten. Aber tatsächlich kann man, glaube ich, sagen, die modernen Sagen oder Irrtümer oder Geschichten rund um Computerspiele sind mit dem Medium entstanden und die negativen Vorurteile tatsächlich mit Beginn überhaupt. Die literarische Gattung des Romans hatte, als sie denn ja quasi auf dem Tableau der Gesellschaft erschien, einen wahnsinnig schlechten Ruf. Also Romane standen in dem Ruf, die Jugend zu verderben, da irgendwie ganz merkwürdige Ideen in Umlauf zu bringen und überhaupt die gesellschaftliche Ruhe zu stören. Also das sind alles Sachen, die lassen sich dann eben von einer medialen Gattung auf die nächste übertragen und verändern sich eben genau in dem Maße, wie sich die Gesellschaft auch verändert.
Und unsere Gesellschaft hat sich in den letzten 30 Jahren meiner Meinung nach radikal verändert, hin zu dem Digitalen. Da wären wir ja wieder bei den generellen überwiegenden Problemen, nämlich, dass wohl nicht alle Menschen mit Digitalen irgendwie kompatibel sind, dass die oder nehmen nur die Sachen auf, die wirklich vielleicht nicht so gut für sie sind. Ich weiß nicht, wie man das immer sagen soll. Also die Menschheit scheint da Probleme zu haben. Und du darfst eine Sache nicht vergessen, auch in Entscheidungsstellen sitzen heute andere Leute als vor 30 Jahren, was auch wieder Konsequenzen hat. Das merkt man ja auch bei Gewalterklärungen und ähnlichen, bei Indizierungen und solchen Dingen. Da haben vor 30 Jahren natürlich ganz andere Leute entschieden, was böse ist und nicht und ähnliches. Also auch da wandelt sich ja vieles. Das darf man nicht vergessen. Und Herr Söder hat in den 80er Jahren schon E-Mails geschrieben, oder wie war das? Ich erinnere mich nicht mehr genau, was er gesagt hatte. Zumindest, oder was, der Innenminister, also irgendeiner. Das war der Innenminister, der schon in den 70ern gesurft, glaube ich. Ja. Entschuldigung. Ja. Okay. Im DARPA-Net damals, wo nur ganz wenig Leute dabei waren. Aber ich glaube, wir sind ja, wenn ich zumindest uns drei Herren, Alexa ist ja Jahrzehnte jünger als wir, aber mal zusammennehme. Gerade 18 geworden. Gerade 18 geworden, Alexa. Wir sind ja, glaube ich, auch so eine Generation von Early Adoptern. Also das würde ich mal für uns drei Herren auf jeden Fall sagen. Und irgendwie ja positiv dem Medium Computer und Computerspiel gegenüber geprägt. Sonst würdet ihr ja auch nicht das machen, was ihr macht. Vorurteilslos. Genau. Und insofern ist ja Computerspiele als Medium, als Unterhaltungsmedium das eine und Internet, du hast es gerade gesagt, finde ich nochmal anders. Und ich frage mich tatsächlich heute, ob wir insgesamt als Gesellschaft, also ich würde sagen, ich kenne mich ganz gut aus, aber ob wir insgesamt als Gesellschaft, insbesondere das mobile Internet und die Folgen davon, also immer und zu jeder Zeit auch selber was zu schreiben und unter Umständen Fake News zu verbreiten auf Facebook, ob wir das überhaupt schon verdaut haben als Gesellschaft. Und ich komme mehr und mehr zu dem Punkt, dass ich sage, nee, eigentlich nicht. Und wir alle müssen uns ja auch ständig bemühen, dieser Technologie zu folgen und up-to-date zu sein. Das ist ja nicht, weil wir in den 80ern schon von den ersten 8-Bit-Rechnern gesessen haben, wissen wir heute trotzdem nicht, wie Tinder oder Snapchat oder was auch immer es da so gibt, funktioniert, sondern das müssen wir uns jetzt ja auch jedes Mal wieder neu angucken. Wir gehen vorurteilsloser vielleicht dran, du hast es gerade gesagt, aber grade, anschauen müssen wir uns trotzdem. Also gerade eben nicht Jugendliche, sondern etwas ältere Menschen sind ja da durchaus teilweise etwas unbedarft, also was soziale Medien angeht, was das sich herumtreiben im digitalen Raum angeht. Ich werde nie vergessen, als wir das Interview gemacht haben mit dem Medienpädagogen Jöran Muß-Mehrholz, dass er den Begriff digitale Pubertät genutzt hat. Ich finde den so schön. Also dass dieses Lernen des Umgangs mit diesem neuen Medium, mit diesem neuen Raum, in dem man sich da aufhält und auch manchmal irgendwie so dieser, ja, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal zu, dieser Spieltrieb, der dann einen erfasst und aber auch einen über die Stränge schlagen und gar nicht einschätzen können, was für Konsequenzen das hat, was man da gerade macht. Das Beispiel dafür war, dass so mit 30er, 40er, die zum allerersten Mal PowerPoint benutzen, dass er in seinen Workshops so als Medienpädagoge sagt, schaltet alle Effekte an, die ihr haben wollt. Macht alle Animationen, lasst es blinken, lasst es fliegen. Und das ist dann wie in der Pubertät, alles mal ausprobieren. Dann sind natürlich diese Präsentationen unfassbar schrecklich, die da entstehen. Aber die haben die einmal aus dem System raus. Und dann hinterher können sie natürlich dann vernünftige Präsentationen machen, die mit minimalistischem Einsatz der medialen Möglichkeiten von PowerPoint oder anderen Programmen. Erinnert mich an die ersten Homepages in den 90er Jahren mit animierte GIFs und die tanzenden Bananen, Patrick. Work in Progress oder hier entsteht bald was oder ich weiß nicht was. Ja. Ich meine, das letzte animated GIF ist schon lange her, als ich es gesehen habe. Ja, genau, aber das ist genau das, ne? Oder der Counter, der nicht als kleine unauffällige Zahl da war, sondern aufploppte und silberne, drehende Zahlen beinhaltet. Und Handschriftfarbe. Haben wir auch mal alles gehabt, das kenne ich auch noch, ja. Und ich möchte auch erwähnen, dass die erste Huxilla-Homepage vor vielen, vielen Jahren eine Comic Sans Serif Homepage gewesen ist, kann ich heute sagen. Das war 2010, ne? Und das war 2010, also so viel zum Thema Internet und Dinge lernen. Aber ja, ich meine, das gehört dazu. Patrick hat früher mal alles in einem sanften, sonnigen Gelb programmiert. Das war aber sehr schön. Naja, das guckt ihr unser Ladenschild neuerdings an. Das ist auch wieder. Ja, nein, ja. Aber wir sind ein Retro-Geschäft, das zählt nicht. Wir können ja mal tatsächlich ein paar von diesen Klischees mal aufarbeiten oder mal gucken, was da wirklich dran stimmt. Wir haben ja im Netz diese eine Seite gefunden mit der Überschrift 8 Mythen um Computerspiele und Killerspiele auf www.siegel.de und da gibt's diese, ja, ich sag mal Klischees und was da wirklich hintersteckt. Vielleicht kann man da mal
gucken. Sehr gerne. Und das Erste, was ja immer schon behauptet wurde, das musste ich mir schon in den 80er Jahren am Zwerchzig anhören, dass diese Videospiele einfach gewalttätig sind. Und wenn man dann bei Initiierung der Bundesprüfstelle von der sozial-ethischen Desorientierung gelesen hat und ich weiß nicht was alles, sind Videospiele wirklich einfach pauschal schlimm. Das wird ja von einigen behauptet. Heute gibt es da natürlich geteilte Meinung, aber dieses Klischee gibt es ja immer noch, dass Leute, wenn man über Spiele redet, über Videospiele redet, die Augen verdrehen. Naja, jetzt gerade, wo der amerikanische Präsident nicht die Waffengesetze, sondern lieber die Videospiele für die Gewalt auf den Straßen der USA verantwortlich macht, das ist natürlich brandaktuell wieder dieses Vorurteil. Dann sind wir keinen Schritt weiter als früher. Ich finde gerade, in den Vereinigten Staaten wird gerade wieder einen Schritt nach hinten gemacht. Wenn wir die Seite uns anschauen, ich würde gerne die ersten beiden Punkte so ein bisschen zusammennehmen, weil das eine ist, die Verbreitung von Videospielen verursacht jugendliche Gewalt oder sogar eine Gewaltwelle. Und das zweite ist die grundsätzliche Aussage, dass Gewaltspiele auch zu echter Gewalt führen. Das ist ja so ein Stück weit miteinander verquickt, diese beiden Punkte. Und du hast gerade schon gesagt, Patrick, in den 80er Jahren, ich habe in den 80er Jahren auch Spiele gespielt, die eigentlich für ein älteres Alter freigegeben waren als mein Alter. Ja, jetzt muss man nur sagen, in den 80er Jahren, also ich sag mal so mit 15, 16, habe ich dann auch damalige Spiele, die umstritten waren, gespielt. Aber da muss man sich jetzt mal vorstellen. So mit böse 15, Sachen wie River Raid zum Beispiel. Ja, so, ne, genau. Da muss man sich mal vorstellen, das war jetzt 1989, 90. Da sahen Computerspiele jetzt noch ein bisschen anders aus. Und wenn dann eine Person verstorben ist und es kamen dann so ein paar rote Pixel raus, dann war das Darstellung von Blut in einem Computerspiel. Und das ist dann auch medial damals diskutiert worden. Da gab es einen Artikel. Hochrealistische Darstellung des Todes oder sowas stand da immer. Ganz genau, ne? Und wir sprechen dann davon, dass so ein paar rote wirklich Pixel. Es ging dann noch einen Schritt weiter. Wenn man auf Spiele wie River Raid kommt, wo man ja wirklich Pixelflugzeuge abgeschossen hat, dann wurde dann in Begründung gesagt, aber da saßen ja Menschen drin. Ja, also implizit hätte man die Leute dann getötet. Ja klar, oder generell Spiele wie, oh Gott, wie hieß denn das, wo man im Pazifik mit so einem Flieger hochgeflogen ist und Japaner abschießen musste. Und dann Broderbund, wie hieß das? Ja, genau, Broderbund, exakt. Ich würde mal Kara Strike sagen. Patrick, wie heißt das von der Seite? Wings of Fury. Genau. Wings of Fury. Also wirklich Zweiter Weltkrieg, Krieg im Pazifik, um Gottes Willen, also Riesendiskussion. Das habe ich gezockt, da war ich 15. Und natürlich war ich mir völlig bewusst, dass ich gerade ein Computerspiel spiele und dass ich keine Lust habe, danach auf die Straße zu gehen und Menschen zu töten. Japaner in dem Fall. Ich würde normalerweise immer sagen, wer anfällig war für solche Sachen, der hat vielleicht durch ein Computerspiel noch einen Schub mehr bekommen, aber der hätte auch durchs Fernsehen, durch einen Zeitungsartikel oder durch ein Gespräch mit einem Kumpel kriegen können. Und das Gegenteil ist ja auch der Fall. Einige Leute haben sich, glaube ich, sogar an Computerspielen abreagiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Patrick, den du da ansprichst. Das ist nämlich etwas, was wir in der Psychologie durchaus beobachten. Und wer Huxilla verfolgt hat, weiß, dass wir öfter auch mal mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke gemeinsam Folgen gemacht haben und da auch uns immer mal wieder über sexuelle Gewalttaten, Vergewaltiger und auch Serienmörder mit sexuellen Mordfantasien gesprochen haben. Und in der Tat ist es so, dass nicht diese Computerspiele, ich sag da nachher was zu der Studienlage zu, Gewalt fördern. Ich glaube, wir kommen immer mehr dahin, dass das nicht der Punkt ist, dass aber Menschen, die ein Gewaltpotenzial in sich tragen, durchaus auf solche Videospielinhalte zusteuern und dieses Gewaltpotenzial da auch abarbeiten können. Oder umgedreht, wer, sag ich mal, auf eine härtere Gangart im sexuellen Bereich steht, kann sich jetzt, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer unserer Sendung können sich das vorstellen, der wird sich entsprechend in Online-Videotheken heutzutage, früher hätte man dann in eine normale Videotheken auch die entsprechenden Filme ausleihen oder Comics anschauen, die genau diese Fantasien oder Vorstellungen beinhalten. Das heißt aber noch lange nicht erstens, dass man die Sache in die Realität überführen muss und zweitens, wie du schon sagst, mitunter ist das dann auch schon so, man kann es mal ausleben. Und als Doom damals neu war, das war ja sowieso, finde ich, für mich nochmal eine Zeitenwende, dieser Schritt in 3D, gut darstellbar mit gut, damals musste man dann 486er oder so haben, damit das vernünftig lief. Das war schon far out. Aber im Grunde genommen war es relativ schnell, dass alle Menschen Doom spielen konnten. Und Doom ist ja auch eigentlich für mich der Grund, warum man weggegangen ist von anderen Maschinen auf dem PC hin. Andere Geschichte, aber. Genau.
Natürlich habe ich als Jugendlicher, wenn ich gefrustet war, bin ich auch mal nach Hause gekommen und habe irgendwie ein Level Doom angemacht, wo 500.000 Demons waren. Man war unsterblich und hatte die Kettensäge. Und dann bin ich da 5 Minuten durchgerannt und dann habe ich gedacht, boah, jetzt habe ich mich abreagiert und gut ist, gab's bei mir auch natürlich. Insofern, also die umgekehrte Reihenfolge ist nicht ganz ungewöhnlich. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, wie du schon sagst, wenn diese Menschen nicht Computerspiele spielen würden, würden sie sich andere Ventile suchen. Wenn es Menschen sind, die grundsätzlich zu Gewalt bereit sind, dann sind sie auch unabhängig von irgendeinem Medium zu Gewalt bereit. Und da schauen wir uns jetzt die Studienlage an, die extrem aufwendig ist. Und es wird extrem viel geforscht zum Thema führen Computerspiele und insbesondere auch Computerspiele, die Gewalt zeigen, zu Gewalt in der Realität. Und jetzt muss man natürlich sagen, der wissenschaftliche Weg zur Wahrheitsfindung ist nicht immer ganz einfach. Es wird jetzt kein einfaches Ja oder Nein geben, aber viele, viele Studien haben gezeigt, dass wenn überhaupt ein Indiz dafür vorhanden ist, dass das Gewaltpotenzial steigt nach Spielen eines gewalttätigen Computerspiels, dann wohl eher kurzfristig. Und dann muss man sagen, wie wird das gemessen? Da gucken natürlich die Forscher nicht, gehen dann die Jugendlichen raus oder die Menschen raus und hauen dem Nächsten, den sie auf der Straße sehen, was an die Löffel, sondern man benutzt Fragebögen, Befragungen, standardisierte Instrumente der Psychologie, um Gewalt abzufragen oder Gewaltpotenzial. Und in diesen Instrumenten scheint es so einen kurzfristigen Effekt zu geben. Es gibt jetzt aber eine ganze Reihe von Langzeitstudien, die sich mit dem Thema befasst haben. Das UKE hier in Hamburg hat auch vor einiger Zeit im letzten Jahr eine etwas größer angelegte Studie veröffentlicht, wo Erwachsene und auch keine Jugendlichen GTA gespielt haben, GTA 5, die Sims oder gar nicht Computer gespielt haben, also so ein klassisches Kontrollgruppendesign, also Gewalt beinhaltendes Spiel versus kreativ, versus gar nicht spielen. Und da war es also so, dass man keinen Anstieg feststellen konnte im Vergleich zwischen der GTA-Gruppe und der Sims-Gruppe. Das heißt also, Sims-Spieler sind gefährlich. Naja, oder genauso ungefährlich wie die GTA-Spieler. Genau. Ich würde es eher so rumformulieren natürlich. Das heißt, diesen harten wissenschaftlichen Beleg dafür, dass das, was die Gesellschaft generell immer unterstellt, wer gewalttätige Computerspiele spielt, ist auch gewalttätig, den gibt es nicht. Jetzt hebt meine Frau hier gerade den Finger und will was sagen. Ich wollte, vielleicht schließt sich das daran an, noch anmerken, dass hinter diesen Geschichten, hinter diesen Horrorszenarien, die da auch viel verbreitet werden, ganz bestimmte Ängste stecken. Also du hast natürlich zum einen diejenigen, die sagen, das muss man wissenschaftlich untersuchen, ob da ein Zusammenhang besteht und was zuerst da war, die Henne oder das Ei, das gewaltbereite Verhalten oder die Computerspiele. Es gibt aber auch durchaus und gerade in den USA Gruppen, die da eine sehr, sagen wir mal so, überbordende und irrationale Angst haben und die gibt es eben nicht nur im Zusammenhang mit Videospielen, da poppt das dann auch wieder auf und auch das spielt ja in dieser ganzen modernen Sage oder Urban Legend von Polybius eine Rolle, aber auch im Zusammenhang mit solchen Kettenbriefen und Spielen wie der Blue Whale Challenge, nämlich die Angst, dass entweder Videospiele oder eben solche Challenges im Netz einen jugendlichen Menschen, der ganz normal ist, völlig unauffällig und gesellschaftskonform sich verhält, in seinem Verhalten so verändern können, dass er auf einmal ausrastet und gewalttätig wird oder ein völlig andere Charakterzüge aufweist als vorher. Also eine Angst davor, dass eben subliminale Botschaften verbreitet werden und dann die Jugendlichen komplett verändert werden in ihrem ganzen Auftreten und Verhalten. Und das ist ein Angstszenario, was sich in ganz vielen modernen Sagen halt niederschlägt und was nicht unbedingt mit der aktuellen und tatsächlichen Forschungslage zu tun hat. Das heißt also, man hat natürlich einmal den Bereich der Menschen, die das sagen, man muss das eben wissenschaftlich untersuchen. Man hat aber auch Gruppen von, weiß ich nicht, Eltern oder so, die sich da zusammenschließen und eben diese Horrorszenarien verbreiten. Und da muss man vielleicht durchaus auch differenzieren und diese unterschiedlichen Szenarien und angstbesetzten Motive unterschiedlich betrachten. Ich möchte aber jetzt ein kleines Aber noch einschieben. Ich hatte ja schon gesagt, dass also in den 80er Jahren die Spiele natürlich wirklich cartoonisch waren und wir heute natürlich eine Zeit haben, in der wir
wenn wir ihn nicht schon mitunter haben, aber nahe dem Fotorealismus sind. Gerade aktuelle Konsolen- und PC-Spielgeneration, das ist schon sehr, sehr realistisch, was man da auf dem Monitor oder Fernseher sehen kann. Und man muss sich jetzt natürlich hier fragen, wenn wir über das Thema Kinder und Computerspiele sprechen, welche Verantwortung haben letztendlich Eltern? Also es gibt eine Altersfreigabe, man muss sich natürlich fragen, und das passiert immer, das wissen wir natürlich, dass Kinder sich Inhalte besorgen, die nicht ihrem Alter entsprechen. Kinder trinken auch unter Umständen mal eher Alkohol, als sie 16 sind, also ne, das erste Bier vor 16, aber das sind ja immer Ausnahmesituationen. Die Frage ist natürlich, als Erziehungsberechtigter, wie gehe ich damit um, wenn Kinder sagen, ich würde gerne GTA spielen? Wenn mein 14-jähriges Kind sagt, ich würde gerne GTA spielen. Wir sind kinderlos, deswegen kann ich da nur hypothetisieren. Aber da muss man sich dann überlegen, ist denn das Kind reif genug dafür? Genauso wie ein Splatter-Horrorfilm. Man muss sich dann ja auch fragen, zeige ich meinem 14-jährigen Kind einen Splatter-Horrorfilm? Ja? Oder gucke ich mit dem Kind, das muss ja nicht mal blutig sein, ein Psycho-Horrorfilm, ja, gucke ich den ersten Alien-Film mit einem kleinen Kind, mit einem wirklich noch jugendlichen Kind, das vielleicht sogar noch Angst vor einem Monster unterm Bett hat. Ob dann so der Film Alien zum Beispiel ein guter Film wäre, um den mit dem Kind zu gucken, sei mal dahingestellt. Das heißt, die Verantwortung natürlich, welche Inhalte medialer Natur, und da schließe ich alle Medien mit ein, die ich meinem Kind zugänglich mache, sollte natürlich nach wie vor in der Entscheidung der Eltern sein. Und viel wichtiger noch, Eltern sollten Interesse daran haben. Und wenn das 14-jährige Kind reif ist und weiß, was es tut und sagt, ich möchte GTA spielen und man mal fragt, was findest du denn daran interessant, dann ist es ja auch interessant zu hören, warum das Kind sich für ein bestimmtes Computerspiel entscheidet. Und wenn es relativ klar formulieren kann, das macht Spaß und das, ich weiß, das ist das Spiel und da kann man verrückte Situationen oder wie auch immer. Also wenn man den Eindruck hat, das Kind kann reflektieren, was es da tut und nicht sagen, ich stelle mir vor, das sind meine Mitschüler oder andere Dinge, was auch immer, dann ist es dann natürlich auch eine Entscheidung des Erziehungsberechtigten zu sagen, kannst du spielen oder kannst du nicht spielen. Nur man sollte nicht die Erziehung irgendwo abgeben, so wie auch gerne die Erziehung inzwischen an die Schule abgegeben wird, sondern erziehen muss man sein Kind selber und sein Kind kümmern muss man sich selber. Das heißt, da sollte man auch sehr genau darauf achten und für sich mit dem Kind zusammen und der Einschätzung des Kindes entscheiden, was das Kind verkraften kann oder nicht. Und umgedreht gibt es ja auch durchaus didaktisch sehr schöne Spiele. Und wenn wir mal so an eine Nintendo Switch oder so denken, so die ganzen Spiele rund um Mario, da kann man natürlich auch mal mitunter ein kleineres Kind vorsetzen. Nicht stundenlang, aber das, auch das ist ja denkbar. Das heißt, man muss da sehr genau hingucken und entscheiden, welches Computerspiel, wenn wir beim Thema bleiben, mache ich welchem Kind in welchem Alter zugänglich und was lasse ich zu und was lasse ich nicht zu. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Computerspiele generell gefährlich sind, sondern wie so ein Kind solche Inhalte verarbeiten kann. Absolut. Es gibt mit Sicherheit auch über 18-Jährige, denen die Spiele dann teilweise nicht gut getan haben und nicht gut tun. Also da gibt es ja auch Leute, es gibt ja 16-Jährige, die sind weiterentwickelt in ihrem Verständnis als 18- oder 19-Jährige. Das ist ja das nächste Problem. Ja. Ich weiß gar nicht, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, da habe ich die Demo von gespielt, ein Typ auf einem Raumschiff alleine, also nicht Alien Isolation, sondern davor die Reihe. Electronic Arts, wie heißt denn das noch? Oh, drei Teile gibt's da inzwischen schon. Genau, Dark Space? Dark Space. Eine Horrorgeschichte kann ich nicht spielen als Beispiel. Da hast du, Alexander, hast du ein gutes Beispiel genannt. Das ist für mich nicht spielbar. Das ist Resident Evil in Dunkel mit Psycho plus Alien plus noch, wie heißt das, wo die Raumstation durchgeknallt ist. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Augen. Genau so ist das. Genau dasselbe. Ich kann es nicht spielen. Bin ich bei dir, habe ich die Demo angezockt, das hat mich so gestresst, nach 5 Minuten, die ersten Monster kamen, das hat mich so gestresst, habe ich gesagt, gut, brauche ich mir nicht kaufen, habe ich Geld gespart, weil ich möchte unterhalten werden im Computerspiel. GTA ist so die Grenze, wenn da die Missionen zu schwierig werden und meine Fähigkeiten sind nicht so gut als Konsolenspieler, auf meinem PC läuft sowas eh nicht, weil der nicht hochgerüstet genug dafür ist, dann ärgere ich mich auch, bin ich auch gefrustet, das löst ein bisschen Aggression in mir aus, aber dann eher gegen meine eigene Unfähigkeit, aber das ist so. Ich gucke ja auch keine Horrorfilme und dementsprechend spiele ich auch keine Horrorspiele. Also das ist tatsächlich, das Medium ist mir dann Schnurz. Ich mag Horrorfilme nicht so gerne, dann wäre es ja blöd, wenn ich plötzlich Horrorspiele gerne spielen würde. Da bin ich sehr konsistent. Ich wollte einen Punkt nochmal ansprechen, was mir mal auffällt, auch in Berichterstattungen, wo ich mal lachen musste, auch schon früher, da habe ich den gelesen, irgendwo ist eine Gewalttat gewesen und das muss von einem Computerspiel sein, weil der hatte Counter-Strike im Schrank stehen oder was auch immer. Mhm. Und da habe ich auch überlegt, wenn ich jetzt überlege, wie viele Millionen Leute in Counter-Strike im Schrank stehen haben. Und dadurch wird dann so ein Quatsch festgemauert in Zeitungen. Ja.
Also natürlich würden wir alle, also selbst ich habe irgendwann zumindest nicht die Kaufversion, aber mal Counter-Strike bei mir auf dem Rechner gehabt, obwohl ich auch generell dem Shooter-Genre gar nicht so zugetan bin. Aber natürlich, was wir hier haben möchten, ist, wir möchten natürlich nicht, wenn ein Jugendlicher Amok läuft, eingestehen, dass wir als Gesamtgesellschaft versagt haben. Ist auch eine Form von Komplexitätsreduktion, ne? Genau, da sind wir dann bei fast sowas wie bei einer Verschwörungstheorie. Über Trump. Ja, genau. Ja. Denn du müsstest dann ja darüber nachdenken, also gerade wenn wir nach Amerika gucken, Amokläufe, wieso hat überhaupt ein Jugendlicher Zugriff auf automatische Waffen zum Beispiel? Das ist ja eine völlig berechtigte Frage, unabhängig davon, nein, was nein. der in seinem Schrank stehen hat. Ne? Genau. Und all diese Themen sollen ja nicht aufgemacht werden. Und die Waffenlobby gerade in den Vereinigten Staaten, das ist keine Verschwörungstheorie, haben einen unglaublichen wirtschaftlichen Machtfaktor. Und auch gesellschaftlichen Faktor. Ne? Also die halten auch in ländlichen Gegenden, sind die so mit der Gesellschaft, mit der Community verwoben, dass der Einfluss, den sie auf die Gesellschaft ausüben können, gar nicht überschätzt werden kann. Also das, ja, wo, ist wo in Deutschland immens. Über die Kirche auf dem Land diskutiert wird. Ja, die NRA die Waffenlobby in den Vereinigten Staaten. Und natürlich ist es da viel einfacher, eine Kausalität herzustellen, zu sagen, ja, das kommt der Spielschuld. Aber du hast völlig recht, Patrick. Wenn das eine Kausalität wäre, dann würde man gerade auch in einer Großstadt wie Hamburg wahrscheinlich nur von Deckung hechten. Ja, oder hechten immer nur so von Blumenkübel zu Blumenkübel, weil natürlich ringsum nicht rumgeschossen wird. Überall sind die Scharfschützen, ja. Die Lame Snipers, die überall. Da fällt mir eine Sache zu ein. Ich bin ja immer mal wieder, gerade in den Zeiten, wo wir in Amerika das Columbine-Massaker war, war ja ein großer Trend. Daraufhin dann plötzlich bayerische Politiker sehr gerne haben dann darauf hingewiesen, dass ja die Shooterspiele schuld sein müssen. Die Jugendlichen würden ja immer weiter verrohen und wie beim zweiten Mythos Gewaltspiele führen zu echter Gewalt. Und dazu der Film rauskam, Bowling for Columbine. Mhm. Und da ja einfach die Frage gestellt worden ist, kann es sein, dass die einfach Amok gelaufen sind in der Schule, weil sie einen schlechten Tag beim Bowling erwischt haben. Und das passt ja ganz gut, Alexander, was du da vorhin so gesagt hast, nämlich, dass eigentlich das Problem ja sein kann, du weißt ja gar nicht, was das für Menschen sind, was der Auslöser ist für die Gewalt und wie die ihre Gewalt, ihren Pegel wieder loswerden können. Und vielleicht hat das Bowlen nicht dazu geführt, dass ihr Gewaltpegel, dass sie den losgeworden sind, sondern er hat ihn noch genährt. Und wenn das nicht weggeht, dann löst sich das in etwas Furchtbarem. Und es ist ja auch egal, wo sie sich in Anführungszeichen Inspiration herholen. Durch einen Wutanfall beim Bowling, durch eine Szene aus einem Computerspiel, durch einen Abschnitt aus einem Buch oder durch einen Song. Schlechtes Sandwich. Genau. Im Endeffekt kann man das alles auf eine Sache beziehen, aber wie wir vorhin schon gesagt hatten, der Ausgangspunkt kann sonst was sein eigentlich, wenn die Leute dafür anfällig sind. Und man muss mal sagen, eine andere steile These, immer diese Erklärungsansätze. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass nahezu 100% aller Amokläufer eine Unterhose getragen haben. Genau. Und wenn auch darüber kann man sich mal Gedanken machen, also was das mit der Kausalität zu tun hat. Also so einfach sind natürlich diese Verstrickungen nicht, aber bei einer geschockten Bevölkerung, bei einer geschockten Familie, natürlich ist man bemüht, recht schnell eine einfache Erklärung zu finden. Und gerade dann, wenn Jugendliche, nicht nur Amokläufe, sondern auch jugendlicher Selbstmord ist so ein Thema natürlich, das ist ein Versagen einer gesamten Gesellschaft. Oder so wird es ja häufig empfunden, wenn ein Jugendlicher in den Freitod geht oder einen Amoklauf begeht. Wie konnte das denn passieren? Und dann ja auch immer in der Regel in Gesellschaften der ersten Welt. Ne, so, also haben das nicht gemacht, um Essen zu haben, um zu überleben, sondern in einem reichen Land passieren solche Dinge. Und das hält ja der Gesellschaft am Ende auch einen Spiegel davor, was es für negative Seiten in ihr selber geben kann. Und wenn man es dann abschieben kann, ist es natürlich besonders einfach. Und der Begriff Killerspiele, das ist ja auch ein ganz klares Beispiel von Framing, was mich ja schon geärgert hat, bevor ich das Konzept von Framing in Sprache verstanden habe. Das hat mich als 16-Jähriger schon irgendwann genervt, dass es diesen Begriff Killerspiele plötzlich gab, oder lass es 19 gewesen sein, ne? Doom, das Killerspiel. Nee, Doom war ein 3D-Shooter und hat Spiele auf ein neues Niveau gegeben. Killerspiel ist genauso geframed wie eine Flüchtlingskrise. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum wir in Deutschland eine Flüchtlingskrise hatten. Also es gab vielleicht ein paar Flüchtlinge, die gekommen sind. Von der Welle möchte ich auch schon fast nicht mehr sprechen, weil die Zahlen dann ja doch hinterher deutlich underwhelming waren, wie es in der Realität war. Aber da sieht man natürlich schon Politiker, gerade eher dem konservativen Flügel zugetan, benutzen dann den Begriff Killerspieler. Und der hat sich ja leider durchgesetzt. Ja, da wird ja bis heute drüber gesprochen.
und überhaupt gar nicht differenziert, um was es geht. Und Counter-Strike ist ja eher dann noch bei der Überprüfung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften eher als nicht bedrohlich eingestuft worden, sondern eher als förderlich dem Teamverhalten gegenüber, weil man in dem Spiel kooperieren muss. Gerade in Counter-Strike kann man ja nur bestehen, wenn man als Team zusammenarbeitet. Also dann müsste es demnach ja Teams von Massenmördern geben. Richtig. Wobei, genau. Zum Thema Gewalt nochmal und Aggressivität in Computerspielen, Competition, also ein hohes Maß an Konkurrenzdenken in Computerspielen, kann so eine Viertelstunde lang zu einem gesteigerten Aggressionspotenzial führen, wenn man verloren hat. Aber ich meine, wer kennt es nicht? Wer findet es super, wenn man verloren hat? Du meinst absolut. Mensch, ärgere dich nicht. Wie viel Amokläufe mussten dadurch ausgelöst worden sein? Ich habe als Kind am Tisch gesessen, wenn ich bei Mensch ärgere dich verloren habe. Ich kenne das. Also das. Ja. Aber ich bin noch nicht rausgegangen und Amok gelaufen. Also weit war es nicht. Lass uns mal die Klischees ein Stück weitergehen. Wir haben jetzt noch ein paar schöne gefunden. Einen könnte man eigentlich gleich ausschließen, weil wir reden hier schon darüber. Wir haben ja schon eingestanden, dass wir Spiele spielen. Es wird immer wie gesagt, Computerspiele sind was für Kinder. Ja, es ist interessant, dass man da heute noch drüber reden muss. Also man könnte die Frage natürlich erweitern, spielen nur Kinder oder spielen auch Erwachsene? Also wenn man die Frage dahingehend erweitert, dann kann man sich die Antwort sowieso eigentlich schon mal geben, weil das Spielen übrigens eine Wissenschaft, die inzwischen in der Kulturwissenschaft einen ganz festen Platz hat und auch natürlich im Bereich der Kulturwissenschaft jetzt verschiedene Ausprägungen auch wiederum hat, also Spielwissenschaft, die sich mit Rollenspiel beschäftigt, mit Computerspielen etc., ist natürlich nicht mehr wegzudenken aus unserer Forschungslandschaft und ist als Betätigung, das Spielen an sich, auch aus unserer Kultur nicht wegzudenken. Es spielen einfach Menschen in der Kultur aller Altersstufen. Man könnte sich eventuell noch die Frage stellen, was spielen Menschen verschiedener Altersstufen? Gibt es da irgendwie verschiedene Ausprägungen? Also spielen Kinder eher ein bestimmtes Genre oder eine bestimmte Art von Spielen und Erwachsene vielleicht eher eine andere? Also das sind natürlich interessante Forschungsfragen, denen man sich da auch widmen kann. Das machen auch ganz furchtbar viele Menschen. Aber dass das Spielen fest verankert in unserer Kultur ist, alle Altersstufen betrifft und einfach wahnsinnig spannende Fragen auch für unsere gesellschaftliche Funktionalität aufwirft, glaube ich, steht vollkommen außer Frage. Und da kann man sich dann eigentlich nur noch aussuchen, welchem Fachgebiet, welcher Forschungsfrage man sich gerne widmen möchte. Und dann kann man sich so richtig austoben. Sieht man ja bei den Handyspielen auch. Da spielen ja alle Altersschichten dran. Diese Casual-Spiele auf den Handys werden von älteren Frauen, älteren Männern und Kindern teilweise gespielt. Und andere Genres, das hast du ganz richtig auch gesagt eben, sind ja vielleicht ein bisschen spezieller für männliche oder weibliche Spieler. Ja. Aber grundsätzlich spielen sie doch alle, egal wie alt, egal aus welcher Sozialisation. Ja, völlig richtig. Aber was man natürlich auch sagen muss, wir sind die Generation, die aufgewachsen sind mit Computerspielen. Wenn man jetzt aber schaut, wer im Moment das politische Klima bestimmt, dann ist es aber immer noch eine Generation über uns, die nicht mit Computerspielen aufgewachsen sind. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit, das ist jetzt eine Verschwörungstheorie oder eine Meinungsmache, die ich hier mache, aber einer der Gründe, warum der gesellschaftliche Diskurs in diese Reihe geht. Und natürlich sind die Menschen, die stark Computerspiele kritisieren oder sagen, das machen ja nur Kinder, genau die eben nicht als Erwachsene spielen. Mein Spielverhalten als Erwachsener hat sich geändert. Ich habe in meiner Jugend viel gespielt. Je älter ich wurde, weniger. Das hat aber was mit Zeit zu tun. Aber das sind vielleicht auch viel Menschen, die sich einfach auch gar nicht bewusst sind, was sie da gerade machen. Also das sind wahrscheinlich auch der Politiker, der sagt, ja, Killerspiele böse und so und nur Kinder spielen, ist vielleicht trotzdem der irgendwie auf dem Handy Solitär spielt oder weiß der Geier was, aber sich gar nicht klar macht, ne, was er da gerade tut. Ja. Also insofern glaube ich, sind da einfach ganz viele Irrtümer im Umlauf. Und wenn man sich einmal nur bewusst macht, was man da gerade tut und was die gesellschaftliche Struktur überhaupt ausmacht, was unsere Kultur ausmacht, dann wird man sich ganz schnell der Tatsache bewusst, dass das ein Irrtum ist. Das löst sich ja von selbst. Was ich vorhin schon sagte, ich habe einen Bericht letztens von der USK gesehen, wo jetzt jüngere Leute in den Gremien, in den Vorständen sitzen, wo jüngere Leute Prüfberichte vorlegen oder diese Prüfungen vornehmen oder auch diese Expertenberichte abgeben. Und da kommen natürlich jetzt ganz andere Ergebnisse raus, weil die sind anders mit Computerspielen aufgewachsen oder sind überhaupt mit Computerspielen aufgewachsen, wie die Leute, die da in den 80er Jahren, ich sag jetzt mal ganz klischeehaft, im Rentenalter vorm Rechner standen und nicht wussten, wo der An- und Ausschalter ist und sich Kinder von der Straße holen mussten, die ihnen zeigen, wie man eine Taste drückt. Also
das hat sich schon ganz schön verändert. Das wird ja doch immer mehr in die Richtung gehen. Definitiv. Und die Dimension von Computerspielen ist ja auch die Tatsache, dass wie heißt denn dieses Jules-Spiel auf dem Handy, dass das absolut beliebteste Candy Crush. Ja, Candy Crush. Ja. Danke. Genau. Wenn man bedenkt, dass Candy Crush für mehr Geld verkauft worden ist als die gesamte Star Wars Lizenz von George Lucas an Disney, dann sieht man doch aber auch, wie der gesellschaftliche Impact und der wirtschaftliche Impact von Computerspielen natürlich ist. Und wenn nur Kinder Computerspiele spielen würden, wir wissen, Kinder sind ein kaufstarkes Segment natürlich in der Gesellschaft, auch durch Geschenke und solche Geschichten, gar keine Frage. Aber alleine das zeigt ja schon, dass im Wesentlichen mobiles Spiel und der Besitz dieser Lizenz mehr wert ist als die Star Wars Lizenz. Mich würde mal interessieren, bei diesen In-App-Käufen, das sind ja auch keine Kinder zum Großteil, das sind auch teilweise die biedere Hausfrau in Anführungszeichen oder die jüngere Hausfrau oder das junge Mädchen oder der ältere Herr, die fangen da auch irgendwann an und fangen plötzlich an, da In-App-Käufe zu tätigen und merken gar nicht, dass sie selber in diesem ganzen Sog mit drin sind. Ja, also es ist... Da wären wir nämlich schon ein guter Punkt für den vierten Mythos, den der liebe Herr Siegel hier gemacht hat, nämlich, denn Mädchen spielen natürlich keine Videospiele, oder, liebe Alexa? Ja, das ist natürlich auf demselben Level im Prinzip anzusiedeln wie nur Kinder spielen Videospiele. Natürlich gibt es auch jede Menge Frauen, die Computerspiele spielen. Es ist vielleicht natürlich so, dass weibliche Gamer oder Gamerinnen in dem Fall auf andere, sagen wir mal so, Obstacles stoßen, was die Szene angeht, dass sie eben mit anderen Problemen zu kämpfen haben als männliche Spieler. Aber die Tatsache, dass auch Frauen Videospiele spielen, ist, glaube ich, einfach nicht mehr von der Hand zu weisen. Es gibt, wenn ich mir allein angucke, wie viele Videogame-Historians es auch gibt, weiblicher Natur, die sich eben mit dem Thema beschäftigen, dann ist allein das schon ein Beleg dafür, dass das Thema auch für Frauen absolut relevant, interessant und auch als Forschungsfrage eben immens spannend ist. Und von YouTube-Channel von spielenden Frauen mal ganz abgesehen, die auch entsprechend Gamescom. Wir kommen gerade von der Gamescom und wir hatten da 12 Spielestationen und da war über die Hälfte zeitweise von Frauen belegt. Und das waren nicht immer nur die Pac-Man-Spiele. Also das fällt auf und das wird gefühlt auch tatsächlich jedes Jahr mehr. Also ich würde inzwischen sagen, da ist gar nicht mehr der essentielle Unterschied, ob Mädchen oder Jungs spielen oder Männer oder Frauen. Also was natürlich ein schwieriges Thema ist, ist in der Szene sozusagen eine Gleichberechtigung aller Geschlechter, also aller Menschen, dass die wirklich eben nicht mit Diskriminierung zu kämpfen haben, dass sie wirklich alle die gleiche Freude, das gleiche Maß an Beteiligung auch und Einflussnahme auf die Szene haben. Das ist natürlich was man diskutieren kann und auch sollte. Und wo sicherlich noch eine Entwicklung stattfindet und auch in Zukunft sozusagen das Thema noch nicht auserzählt ist, sondern sich da noch viel tun wird, denke ich. Aber da hat sich auch in den vergangenen Jahren, möchte ich mal behaupten, schon wahnsinnig viel verändert. Eben auch dadurch, dass die gesellschaftliche oder der gesellschaftliche Diskurs stattgefunden hat, dass der auch nicht immer mit probaten Mitteln ausgetragen wird und dass es da auch unschöne Vorkommnisse und Beispiele gibt, würde jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen zu diskutieren. Aber er findet statt und die Veränderungen sind da und spürbar und werden auch noch weitergehen. Und tatsächlich, wenn ich ein Unternehmen wäre, was oder ein Vertrieb wäre, Distributionsfirma, die Computerspiele vertreibt. Der Markt ist ja im Prinzip schon fast gesättigt. Also fast jeder jugendliche Mann, junger Erwachsener spielt Computerspiele in seinem Segment. Da ist die Frage, ob sie eher der Konsole zugetan sind und welcher Konsole beziehungsweise PC. Aber der Wachstumsmarkt für die Industrie sind ja tatsächlich Frauen, junge Mädchen und Mädchen. Wenn ich mich als Industrie weiterentwickeln möchte, dann würde ich natürlich auch schon allein aus dem Grund ganz stark auf dieses Käufersegment setzen. Und ich finde, dass so mit den Sims, das war so eine Entwicklung, so Mitte, Ende der 90er kamen die Sims auf den Markt, die erste Iteration, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, die Sims war so eins der Spiele, wo ganz viele Frauen plötzlich gesagt haben, ach, guck mal, da kann man ja Häuser bauen, das ist ja total nett und ich kann da was einrichten. Und das war sicherlich, ob das Absicht war vom Hersteller, sei mal dahingestellt. Will Wright hat das mal im Interview gesagt, dass natürlich er sich darüber freut, dass es auch zu einem anderen Segment von Spielern führt. Doch, klar.
Siehst du? Also, und ich finde das nur absolut logisch und würde das, also rein aus kapitalistischer Sicht wäre es ja doof, wenn mich keine Computerspiele spielen würden. Und eure Beobachtung ist, glaube ich, auch das, was ich in den Statistiken, die ja jährlich auch abgefragt werden, zeigt, der Anteil von Mädchen und jungen Frauen wächst zunehmend in der Szene und dann auch, glaube ich, über die Genres hinweg. Also es ist eben nicht mehr so, dass Mädchen nur rosa Pony-Spiele spielen. Genau. Ja, sondern da gibt es durchaus auch inzwischen Frauen, die, und wie gesagt, wenn man da mal YouTube diese Game, wie heißt das, Let's Play-Videos sich anschaut, die spielen auch Strategiespiele oder Aufbausimulationen, was auch immer. Ich glaube, das wird sich vermischen. Noch eine Generation weiter wird dieses Mann-Frau-Thema auch da kein Thema sein. Sexismus in der Games-Landschaft, glaube ich, ist ein Thema, wie überhaupt auch in der Gesellschaft. Und natürlich ist die Spielszene traditionsgemäß in Anführungsstrichen so jung wie sie ist, noch eher männlich geprägt. Das wird sich auch abschleifen, da muss sie noch einiges tun. Das hast du ja auch schon angedeutet, Alexa. Aber ich glaube, sie wird zunehmend weniger toxisch, als sie war. Ja, also die Frage ist natürlich, wie finden sich Menschen mit verschiedenen geschlechtlichen Identitäten überhaupt in den Games wieder? Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Das ist eine Frage, die kannst du dir aber auch zum Beispiel für die Literatur stellen und die wird auch zunehmend gestellt. Also ich kann es jetzt zum Beispiel sagen, weil ich Pan-Mitglied bin im Fantastik-Autoren-Netzwerk und auf den Tagungen, die die haben, auf den Treffen, da wird natürlich die Frage diskutiert, finden sich Menschen verschiedener geschlechtlicher Identitäten wie in welchen Romanen wieder und haben Autoren eine Verantwortung dafür, nicht nur für heterosexuelle Männer Romane zu schreiben oder heterosexuelle Frauen oder wie auch immer, sondern haben sie auch im Blick zu haben, dass es eben Menschen mit verschiedenen geschlechtlichen Identitäten gibt und dann eben auch mal den Blick über den Tellerrand ihrer eigenen Geschlechtsidentität zu wagen. Das sind natürlich ganz, ganz spannende Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann und sollte. Aber das wird, denke ich, auch in zunehmendem Maße getan. Ja, lass uns noch mal einen Punkt weitergehen. Das ist auch ein Punkt, der mich auch an die Gamescom erinnert. Hier wird gesagt, Videospiele werden verwendet, Soldaten auszubilden. Und ich hatte ein schönes Erlebnis auf der Gamescom. Ich habe da jemanden getroffen, den wir aus unserem eigentlichen Job kennen. Und er dachte, ich bin dort pressetechnisch unterwegs und hat gar nicht gemerkt, dass ich der Aussteller war mit Robin zusammen. Und der erzählte mir dann, dass das für ihn ja schlimm wäre, auf der Gamescom zu arbeiten, weil hier würde ja der Dritte Weltkrieg geprobt werden und hier würden die Leute ja zu Drohnenpiloten ausgebildet werden und das sei alles böse, er ist froh, wenn er diesen bösen Ort wieder verlassen kann. Und ganz ehrlich, das war jemand, den ich für ganz normal gehalten habe, für ganz normal eingeschätzt hätte und ich war ein bisschen geschockt, weil das waren so Aussagen, die hätte ich jetzt tatsächlich in der heutigen Zeit so nicht erwartet. Es war das perfekte Intro für Hoaxilla, würde ich sagen. Also ja, wobei ich verstehe das, weil ihr seid ja alle beide so tief in diesem Gaming drin, ihr habt so eine große Liebe für Computerspiele, dass euch das schockt. Aber wenn ich so überlege, ich sitze im Kino und gucke mir die Werbung von einem Kinofilm an und dann nimm mal einen aktuellen Weltkriegs-Shooter. Ich keine Ahnung, wie die alle heißen. Call of Duty. Zum Beispiel sowas. Da läuft dann die Werbung für dieses Spiel nahezu fotorealistisch und eine Minute später kommt ein Bundeswehr-Werbeclip, der fast dieselbe Symbolik, dieselbe Bildsprache benutzt und sagt, komm zu uns, hier hast du geile Jobs, geile Technologie, was ja sogar stimmt. Ich meine, Rüstung ist ein Treiber für Forschung, ob wir das mögen oder nicht. So ist es ja nun mal leider. Der grundsätzliche Gedanke, dass das irgendwie miteinander vernetzt ist, den kann ich sogar nachvollziehen, wenn man nicht im Thema ist. So, und dann kommt natürlich die Einschränkung. Es ist natürlich völliger Bullshit. Und alle Bemühungen, zum einen Soldaten mit Computerspielen oder Simulationen zu trainieren, sind mehr oder weniger eingestellt worden, als man begonnen hat, mit Vektoren zu arbeiten und 3D-Sachen darstellen konnte. Fand man das prima und hat gedacht, prima, damit können wir Panzerfahrer zum Beispiel trainieren oder andere Jobs trainieren innerhalb des Militärs. Das hat nur so semi-gut funktioniert. Umgedreht muss man natürlich sagen, Flugsimulatoren, zivil wie auch militärisch,
das ist halt schon auch ein aufgebohrter Flugsimulator, wie wir ihn zu Hause unter Umständen auch gerne fliegen. Also die Grenzen sind da fließend, aber der Vorwurf, den du da natürlich gehört hast auf der Gamescom ist, Menschen sollen Computerspiele spielen, damit sie desensibilisiert sind, sie sollen den Waffengebrauch lernen, sie sollen taktische Manöver kennenlernen, damit, wenn es soweit ist, wir die rekrutieren können. Das ist was er da, also es ging ja, glaube ich, nicht so sehr in diesem Vorurteil darum, dass Simulatoren als Trainingsmethode genutzt werden, sondern ich glaube, was da so ein bisschen mitschwingt, auch in der Geschichte, die du geschildert hast von der Gamescom, dass Menschen, die vielleicht nur Spaß an Videospielen haben, dann eben durch den Einstieg in diese Szene sozusagen weitergeleitet werden ans Militär und dass dann eventuell Dinge, die oder Charaktereigenschaften, die durch das Videospiel ein bisschen angeregt werden, von dort quasi ausgebaut werden und der Mensch dann auch so ein bisschen verändert wird und dann irgendwie der perfekte Soldat wird. Also vielleicht etwas, was er sonst nie gemacht hätte, dass er dann halt irgendwie auf einmal als jemand sich wiederfindet, der Drohnen steuert und irgendwie gar nicht weiß, wie das passiert ist, weil ihn irgendwie so diese Einstiegsdroge Videospiel dann zum Militär gebracht hat und von dort aus eben. Also ne, das sind halt auch wieder so ein bisschen so die Ängste, die wir haben können, Videospiele Menschen derart verändern, dass sie dann eben Dinge tun, die sie in normalen oder unter normalen Umständen niemals auch nur angedacht hätten. Und da wird es dann schon wieder so ein bisschen Fringe-mäßig. Mhm. Und da verlassen wir dann schon wieder so ein bisschen den Boden der Realität. Denn wahrscheinlich ist die Kausalität dann wieder genau umgedreht. Also Menschen, die die Veranlagung haben für sowas, kein Problem damit haben, Drohnen zu fliegen, die eventuell auch mit Waffen ausgestattet sind, die werden dann vielleicht aktiv diese Karriere oder diesen Karriereweg einschlagen. Wobei, also was das Fliegen von Drohnen mit denjenigen macht, die sowas tun. Also da gibt's ja tatsächlich auch Menschen, die das mal gemacht haben und die dann irgendwann genau diesen Dienst quittieren mussten und wirklich arge psychische Probleme haben. Also wenn man da sich mal Interviews durchliest oder anschaut mit Menschen, die da Erfahrungen gemacht haben, das ist schon brutal. Aber Es ist ein dummes Vorurteil. Ja. Ja, oder es ist halt eine Angst, auch wieder so ein angstbesetztes Motiv, ne, was da eine Rolle spielt. So dieses irgendwie, ich kann es nicht genau einschätzen, könnte ja vielleicht so sein, macht mir Sorgen, weil ich mich nicht so genau auskenne damit. Ne, das ist halt schwierig. Ja, den nächsten Punkt können wir recht schnell machen. Also da wird hier per Seite geschrieben, dass Videospiele als Ausdrucksform keine Bedeutung haben, behaupten einige oder viele. Und da ist ja erstmal der Punkt, wenn man mal guckt, welchen Stellenwert heute Videospiele haben, welcher Umsatz damit gemacht wird oder auch die Entwicklungskosten bei Produkten, da sind ja in vielen Bereichen schon die Kosten oder auch die Erträge von Film und der Filmwirtschaft übertroffen worden inzwischen. Das ist definitiv der Fall. Ob das die Ausdrucksform besser macht, sei mal noch dahingestellt. Aber ich kenne einige Computerspiele, die eine bessere Geschichte haben als Hollywood-Filme, die ich mir dann reingequält habe. Und da habe ich dann gedacht, da hätte ich besser lieber noch ein gutes Computerspiel gespielt. Ich glaube, wie bei allen Medien sind Computerspiele ein künstlerisches Medium auf einem sehr, sehr hohen Niveau inzwischen. Und von Musik über auch die Stimmen. Ich meine, guckt euch mal die Synchronstimmen bei den Originalversionen, den amerikanischen und englischen Versionen an. Da gibt sich ja auch die Hollywood-Schauspielerin inzwischen die Klinke in die Hand in den Synchronstudios, um die Stimmen für die Spiele zu generieren. Das ist eine ganz eigene Industrie geworden, stimme ich dir völlig zu. Und da gibt es gute Geschichten und schlechte Geschichten, so wie es gute und schlechte Bücher gibt und gute schlechte Filme. Das hätte ich jetzt nämlich noch angeschlossen. Also gerade wenn man jetzt die Frage umformuliert, Videospiele haben als künstlerische Ausdrucksform keine Bedeutung, ist natürlich vollkommener Blödsinn, aber es gibt wie eben auch schlechte Filme, schlechte Bücher, schlechte Kunstwerke, gibt es eben auch schlechte Videospiele, schlechte aber eben auch, also es, ne? Kunst kommt von Können und nicht von Wollen, sonst hieß es Wunst. Also. Das ist ein Spruch übrigens, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich habe keine Ahnung, warum. Okay. Aber jetzt konnte ich ihn endlich mal bringen. Nach Jahren im Podcasting. Mit einem Spruch, mit dem auch viele aufgewachsen sind, der führt uns vielleicht sogar zum nächsten Punkt. Da wurde immer gesagt, Mensch, sitzt nicht so lange vom Computer, geh lieber raus mit anderen spielen. Vom Computer, da bist du doch total sozial isoliert. Ja, sitzt nicht so lange vorm Fernseher, ne? Sonst kommst du nicht raus und bist total isoliert. Also. Bist du bei der Freundin, genau.
Wobei ich natürlich sagen muss, dass das in den End-80er, Anfang 90ern war es eher isolierend. Das heißt, man hat den Kumpel drüber. Moment, also da muss ich einmal gleich einhaken. Da gibt es eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist in den letzten Jahren. Früher habe ich mit mehreren Leuten vom Swastik gesessen, da hatten wir einen Splitscreen oder haben Multiplayer-Spiele an einem Gerät gespielt. Heute sitzt man teilweise alleine vom Rechner und spielt übers Internet. Wann war man isolierter? Also das finde ich jetzt zu pauschal. Du nimmst immer einen Punkt weg, den ich machen wollte. Also wenn ich alleine, naja, ich stimme mir völlig zu, wenn ich alleine gespielt habe, habe ich alleine gesessen. Ansonsten kamen Leute mit dem Competition Pro vorbei und man hat zusammengezockt oder Disketten kopiert, das ist das andere. War aber auch sehr sozial. Ich stimme dir völlig zu, diesen Multiplayer-Charakter, also wer das noch halbwegs macht, das muss man tatsächlich sagen, als Hersteller ist Nintendo. Die haben ja immer noch so die Idee davon, dass Spielen so ein Event auch im Wohnzimmer ist mit mehreren Leuten. Ne? Also die Switch ist ja auch ein bisschen in die Richtung ausgelegt. Aber ich stimme dir völlig zu, Multiplayer bedeutet heute eigentlich eher, ich sitze alleine vor einem Gerät und irgendwo anders in einem anderen Raum, entweder nebenan oder ein paar hundert Kilometer entfernt, sitzt jemand anders alleine vor seinem Gerät. Auch das ist nicht wirklich Isolation, weil man natürlich das Gefühl hat. Allerdings, glaube ich, macht's wie in allen Dingen im Leben, der Mix ist so ein bisschen. Das heißt, man kann natürlich auch mal alleine zocken. Wenn man dann gar nicht mehr das Haus verlässt, dann ist das problematisch. Und umgedreht kann man aber auch sagen, Menschen, die generell sozial phobisch sind, auch das gibt es ja. Und wir kennen das in der Psychologie, Agoraphobiker, die einfach Riesenprobleme haben, ihr Haus zu verlassen, sozial dann wirklich auch vereinsamt. Für die ist Internet, soziale Medien und unter Umständen dann auch Computerspiele mit Sprachübertragung, ne, wo man dann zusammen auch im Sprachchat ist, vielleicht noch eher etwas, wo sie zumindest einen gewissen sozialen Kontakt haben, wobei ich sagen muss, das wäre dann so ein Punkt, wo man am Ende dann doch nochmal schauen müsste, die Menschen aus dieser Isolation rauszuholen, weil das natürlich kein Ersatz für das echte Leben außerhalb ist. Aber ich finde durchaus, dass Interaktion im Internet auch eine echte Interaktion ist. Es sind Menschen, die miteinander interagieren. Insofern ist das so ein bisschen zwiegespalten, aber so wie es hier steht, ist es natürlich Quatsch. Woran ich jetzt gerade noch denken musste, da haben wir, glaube ich, gestern, vorgestern drüber gesprochen, dass es mittels 3D-Technologie jetzt die Möglichkeit gibt, eine Konfrontationstherapie für Sozialphobiker zu machen. Das heißt also, die kriegen eine 3D-Brille aufgesetzt und werden dann in eine Situation geworfen, in eine Simulation einer Situation, die ihnen normalerweise Angst machen würde. Also, weiß ich nicht, stehen an der Kasse im Supermarkt, bedrängt von ganz vielen Leuten, die alle genervt sind, oder dass sich aufhalten auf einer Party und können dann eben über diese Simulation solche Situationen einüben und damit umzugehen lernen, was ja auch wieder so eine Art spielerische Herangehensweise ist, wenn man so möchte, was ich ganz interessant finde. Ja, weil die Zeiten, wo Leute, die sich die Rechte oder Arme geklemmt haben, auf LAN-Partys gegangen sind, die sind ja nun tatsächlich vorbei. Das waren ja auch. Oh ja. Selbst das wurde ja früher kritisiert, aber da war man doch mit ganz vielen Leuten zusammen. Ja. Aber man war nicht mit den Normalen, man war ja mit den Kranken zusammen in einem Raum. Das hat die Leute ja gestört. Man hat die ja nicht verstanden. Mit denen, die den Krieg proben, genau. Genau. Ja, wobei es ja immer noch die Demo-Partys und die Demo-Szene gibt, wo sich die Leute ja doch noch treffen. Also, aber das ist dann tatsächlich, glaube ich, eher so eine etwas antiquierte Generation, wie wir es inzwischen sind, die dann daran noch Spaß haben, auf irgendwelche Demo-Partys zu gehen. Wobei auch da gibt es immer noch Nachwuchs. Also, ja, da habe ich immer nur das Gefühl, das größere Problem sind die Handys. Aber das kann man mal dahingestellt lassen. Ja. Wobei es gibt dieses wunderbare Bild, also auch die Kritik, alle gucken nur noch auf ihr Handy in der U-Bahn, dann gibt's ja dieses Foto einer U-Bahn, wo alle eine Zeitung in der Hand haben und in die Zeitung gucken. Also ob ich jetzt meine Zeitung ausgeklappt in der U-Bahn lese oder auf meinem Handy digital lese. Gut, wobei es da Sachen gibt, wo ich mich immer noch aufrege, ich werde Ramier, aber wenn Leute ihr Handy zum Telefonieren schräg vor den Mund halten statt ans Ohr oder ihre sich Sprachnachrichten herschicken statt Texte, das hat für mich ganz absurde Züge. Das ist heute normal, muss ich für normal halten, scheint. Aber ich selber bin jedes Mal verwirrt, wenn Leute das machen. Ich habe kürzlich eine junge Dame in der U-Bahn gesehen, die Kopfhörer vertauscht hatte. Und dann sind die ihr immer aus dem Ohr gefallen. Und sie hat ewig rumgefunden. Und ich habe es aber nicht über mich gebracht, sie anzusprechen, weil ich nicht wusste, wie die reagiert. Also es gibt ja dieses Mansplaining und ein älterer Mann, der eine junge Frau aber die tat mir so leid und ich wollte ihr eigentlich nur sagen, pass mal auf, du musst die einmal tauschen, dann passen die auch in die Ohren rein. Das war nochmal eine neue Ebene von, ich halte mir mein Handy wie so eine Tafel Schokolade vor dem Mund, weil ich glaube, dass ich nicht in dieses Mikrofon, was an meinem Hals
hängt, spreche, sondern unten ins Mikro reinsprechen muss, was ja völliger Bullshit ist, wenn ich da einen Kopfhörer eingestöpselt habe. Aber ich habe es nicht über mich gebracht, sie anzusprechen, weil ich dann gedacht habe, wer weiß, wieso die Reaktion in der U-Bahn ist nach vollgepackt in Hamburg. Aber sie tat mir sehr leid und sie hat das Problem auch nicht für sich gelöst. Ihr ist nicht aufgefallen, dass die eher immer aus den Ohren rausfallen, weil sie falsch rum reingesetzt hat. Aber gut. Das dazu. Vielleicht wollen wir zum Schluss noch mal einen Punkt ansprechen, den ihr schon mal in eurem Podcast über Computerhoaxes erwähnt hattet. Da hatten wir noch eine kleine Erweiterung, da ist es ein bisschen weitergegangen. Ihr könnt euch sicher daran erinnern, dass ihr mal über Polybius gesprochen habt. Ja, oh ja. Definitiv. Könnt ihr mal kurz zusammenfassen, was es da ging? Und dann können wir noch mal eine Ergänzung liefern vielleicht. Ach, das ist also wunderbar. Also ich mag die ganze moderne Sage von Polybius. Ich mag ja auch den Slenderman. Beides ist vielleicht ein bisschen ähnlich einzustufen. Also es geht im Prinzip um ein Arcade-Game aus den 80er Jahren, was also in Portland für einige Aufregung gesorgt hat. Menschen, die das gespielt haben in einer Spielhalle, die haben gruselige Symptome gehabt, also von epileptischen Anfällen bis hin zu Bewusstseinsveränderungen und alles Mögliche. Es hat einen Selbstmord gegeben im Zusammenhang mit diesem Polybius-Spiel. Und merkwürdigerweise tauchen dann auch noch so richtige Man in Black auf, die diese Spielekonsolen wieder einsammeln und dann sich auch Informationen suchen über die Spieler. Also es steckt in dieser modernen Sage von Polybius im Prinzip alles drin, was wir so aus anderen Verschwörungsmythen oder modernen Sagen auch kennen. Also die Men in Black, die natürlich von der Regierung stammen und Daten sammeln über die Spieler, dass also dieses Spiel einfach nur dazu dient, Menschen zu beeinflussen. Also gerade, das spielt ja in den 80er Jahren, diese moderne Sage. Es spielen natürlich auch solche Motive mit hinein, wie das tatsächliche CIA-Programm MK-Ultra, also wo tatsächlich versucht wurde, dass Menschen dahingehend zu verändern, dass man sie eben besser kontrollieren kann. Mit Hilfe von LSD eben zu Dingen zu bringen, die sie sonst vielleicht nicht tun würden. In den 70er Jahren sind viele Akten, was dieses MK-Ultra-Programm angeht, veröffentlicht worden. Es gab das Church Committee, was also tatsächlich öffentlich Untersuchungen angestellt hat. Und es ist eben rausgekommen, dass die CIA da Experimente durchgeführt hat, auch an unwissenden Menschen und einfach Dinge getan hat, die ethisch absolut unvertretbar waren und tatsächlich sowas wie Allmachtsfantasien entwickelt hat, so nach dem Motto, wir können uns alles leisten, wir können mit den Menschen irgendwie alles anstellen, mit den Bürgern irgendwie, was uns nur gefällt, wenn wir damit vielleicht unsere Zwecke durchsetzen können. Also MK Ultra hat nie irgendwelche konkreten Ergebnisse geliefert, aber hat sich halt in der Popkultur so durchgesetzt und in unserem Bewusstsein so niedergeschlagen, dass wir inzwischen, wenn es um die amerikanische Regierung, das amerikanische Militär oder die Geheimdienste geht, sozusagen den Leuten alles zutrauen. Und auch das schlägt sich eben bei Polybius nieder. Dieses Spiel einer Firma namens Sinneslöschen hat es nie gegeben. Wir Deutschen, wir wissen, dass das Wort Sinneslöschen, also Sense Deprivation im Englischen dann irgendwie auf Deutsch überhaupt keinen Sinn macht, diese Zusammensetzung. Es gibt ganz viele Skeptiker, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Brian Dunning von Skeptoid zum Beispiel, die haben das schön aufgearbeitet, was da dran ist. Das Ganze wurde wahrscheinlich inspiriert, also man kann es nachweisen im Netz so ab 2003, diese moderne Sage. Das Ganze ist inspiriert natürlich von den Arcade-Games insgesamt und von auch vielen Überlegungen, über manche haben wir ja schon gesprochen, was so die Gefährlichkeit von solchen Spielen angeht. Also die Angst davor, dass solche Spiele Jugendliche negativ beeinflussen, spielte als Motiv eine Rolle. Dann hat es zu der Zeit, zu der das angeblich spielen soll, diese ganze Geschichte, tatsächlich ein paar Vorfälle gegeben, wo Jugendliche zu lange und auch auf sehr unvernünftige Art und Weise Spiele gespielt haben. Also ein Jugendlicher wollte den Weltrekord brechen, hat dann irgendwie 28 Stunden lang ein Spiel gezockt und nur Cola und Orangensaft getrunken und dem ging's scheiße hinterher. Und der hat tatsächlich massive gesundheitliche Probleme gekriegt. Und das sind so alles Geschichten, die natürlich auch durch die Medien, durch die Zeitungen geisterten und die sich dann in dieser Geschichte auch niederschlagen. Also ich finde es einfach spannend, weil diese Geschichte so ein Spiegel
unserer Gesellschaft ist und ein Spiegel des Umgangs mit Videospielen. Da kann man wahnsinnig viel dran ablesen einfach. Wer das Buch Ready Player One gelesen hat, auch da hat ja Polybius dann seinen Einstieg gehabt und gefunden. Auch, genau. Bei Simpsons ja. Und es ist also zunehmend dann auch in die Popkultur natürlich übergegangen als Motiv. Ja, der Angry Video Game Nerd hat da auch eine Sendung drüber gemacht, die finde ich übrigens großartig. Ja. Der hat natürlich auch dieses ganze Thema hat natürlich auch einen knackigen Namen. Polybius ist so richtig schön, das ist so ein bisschen 80er schmutzig, so dunklen Terminatorraum mit Maschinengewehr niedergehalten. Polybius. Ja. Ja. Und ich habe damals, als ihr das im Podcast besprochen habt, auch selber ein bisschen recherchiert und fand das ganz spannend, weil das passte ja auch immer in unseren Bereich und habe dann irgendwo gelesen, dass ein Entwickler daran mitgearbeitet hat. Und diesen Namen hatte ich mir damals hatte ich gesehen, aber eigentlich gar nicht weiter verinnerlicht. Nämlich da stand immer drin, dass ein Ed Rothberg daran mitentwickelt hat. Und dann dachte ich, irgendwo kenne ich den Namen, wieso kenne ich diesen Namen? Und dann guckte ich in meine Liste, oh, mit dem hast du nächste Woche ein Interview. Und das war wirklich reiner Zufall. Und ich denke, dann kann man natürlich auch den Mann mal fragen, wie er denn so Polybius geschrieben hat, weil das stand da ja überall. Und dann habe ich ihn tatsächlich in unserer Folge 74 vom Retro-Kompott war das, habe ich ihn gefragt, ob er das was sagen kann, weil sein Name da ja in Verbindung gesetzt wird mit dem Spiel und was er dazu sagen kann. Und er hat jetzt nicht irritiert geantwortet darauf, weil er hat das wahrscheinlich schon öfter gehört. Und er weiß nicht, wie sein Name da reingekommen ist. Er wurde da mehrfach nach gefragt und er findet das ganze, das Konzept und die Geschichte in diesem Spiel, wie sagt er so schön, bemerkenswert und verwirrend. Und er bezieht sich auch nochmal auf diese Simpson-Episode, was ihr eben sagtet. Aber er weiß nur das, was er gelesen hat. Er weiß nicht, warum sein Name da auftaucht. Aber er sagt, es gibt ja auch viele Spiele von größeren Firmen, die nie veröffentlicht worden sind. Und er weiß auch nicht, ob es das Spiel wirklich gab. Er kann nicht Ja oder Nein sagen. Er hat es jedenfalls nicht entwickelt, wie da behauptet wird. Und das fand ich natürlich total spannend, dass ich wirklich zufällig mit dem Mann gesprochen habe, der da immer mit in Verbindung gebracht wird. Ja, genial. Aber er ärgert sich dann nicht unbedingt drüber, dass er damit in Zusammenhang gebracht wird. Er hat so schön geheimnisvoll gesagt, gab es dieses Spiel wirklich? Kategorisch kann ich weder Ja noch Nein sagen. Ja, schön. Er spielt damit einfach. Ja. Ist ja auch eine ganz nette Werbung. Man könnte doch jetzt wieder Mythos daraus machen und sagen, natürlich hat er das programmiert, aber darf darüber nicht reden, oder? Ja, klar. Ja, genau. Wobei, heute weiß man ja, wenn man auf Steam geht, dass man das Spiel für den Stand heute, 31.08., wo wir das Interview aufnehmen, für 14,99 bei Steam kaufen kann und spielen kann. Und ich sehe hier gerade eine Preview, mir geht es auch schon ganz schlecht. Ich finde mich schon ganz komisch. Da muss ich sagen, da hat eine andere bekannte Person der Szene ja auch diesen Namen sich dann genommen, nämlich der Jeff Minter, und hat daraus ein VR-Playstation-Spiel gemacht. Aha. Das meine ich hier, das gibt es auch bei Steam und, inzwischen. Der ist einfach aufgesprungen auf diesen Zug natürlich. Und jetzt gibt es Polybius. Worüber reden wir eigentlich? Das Spiel gibt es doch. Ja, genau. Und das ist ein irres Spiel. Und wenn man das länger in VR spielt, fühlt man sich auch komisch. Ich habe selber gespielt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist eines der schnellsten Vektor-VR-Spiele, die ich je gesehen habe. Da verlierst du irgendwann, wenn du nicht komplett auf dem Boden bleibst, die komplette Orientierung gefühlt. Und wenn es ein Polybius gegeben hätte, das wäre es gewesen. Also eigentlich hat er das nur adaptiert von dem, was es gar nicht gab. Also ein besseres Polybius als dieses kann es eigentlich nicht geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die das so oft spielen, ganz merkwürdige Nebenwirkungen haben. Problem ist dabei natürlich nur, zu der Zeit, als Polybius tatsächlich existiert haben soll, wäre so eine Grafik nicht möglich gewesen. Weil die Technologie damals auch nicht so weit zumindest war. Zumindest nicht das in VR, Gottes Willen, natürlich nicht. Ja. Trotzdem ist das witzig, dass dann wieder dieser Name plötzlich im Mittelpunkt stand. Ja, na klar. Und eine ganz neue Generation das jetzt entdeckt und unter Umständen dann auch die Seite der Firma Sinnes löschen. Ich finde das ja auch witzig, dass dann ein deutscher, ein verhunepiepelter deutscher Name sein muss, weil die Deutschen, die sind ja sowieso immer so ein bisschen dubios. Wobei mich wundert, dass sie das Ö nicht, dass sie das Ö quasi OE schreiben, weil die stehen doch so auf die Umlaute. Ja, genau. Ja, gut. Nur wer jetzt halt dieses neue Polybius kennt, der ist vielleicht jetzt auch irritiert, wenn er im Netz dann sagt, wieso, was reden die denn da alles? Gibt es doch. Ja. Es ist auch ein bisschen wie beim Slenderman, der ja, also man kann das im Augenblick noch ganz gut nachvollziehen, 2009 in einem Forum als Fotowettbewerb entstanden ist und sich dann verselbstständigt hat als Figur. Aber wer weiß, was so in 10 Jahren ist oder so, ne? Je länger sowas durch die Gegend geistert, desto schwieriger wird es natürlich, das bis zum Ursprung zurückzuverfolgen. Insofern ist es immer ganz interessant zu gucken, was im Laufe der Jahre aus solchen Geschichten dann gemacht wird, weil natürlich jeder, der das ist ja die Essenz des Erzählens, ob es nun mündlich auf dem Marktplatz Aug in Aug stattfindet oder über die sozialen Medien oder das Internet, dass jeder so ein bisschen so seine eigene Erzählschicht
noch zusätzlich damit hineinbringt und das Ganze auch so ein bisschen zu seiner eigenen Erzählung macht und dann eben neue Dimensionen anfügt. Insofern sind auch solche modernen Sagen und Hoaxes im Netz veränderbar und veränderlich und diese Entwicklung sich anzugucken ist sehr interessant. Ja, ich denke, das ist ein schöner Rundumschlag gewesen mit einer Ergänzung auch zu eurer Folge nochmal. Ja, sehr gut, und, ja. Wir werden jetzt bei uns in der 100. Folge nochmal ganz viel kleine Sachen uns rauspicken, was so für Merkwürdigkeiten in Spielen oder auch im Hardware-Bereich mit Mythen passiert ist, was das für komische Dinge gibt. Aber ich denke, das war eine sehr schöne Einleitung in dieses ganze, in diesen ganzen Komplex. Kann man da irgendwie ein Gesamtfazit draus ziehen? Glaubt gar nichts, was es an Mythen am Computer gibt oder schaut genauer hin? Was ist da so ein Fazit? Ich würde ja sagen, wie am Ende jeder unserer Episode immer schön skeptisch bleiben. Genau. Und dann einfach genau hinschauen, wer einem eine Geschichte erzählt, welche Motivation vielleicht jemand hat, einem eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben, glaube ich, hier in unserem Gespräch ganz viele Motivationen deutlich gemacht. Und immer schön skeptisch bleiben ist, glaube ich, das gute Fazit, auch wenn es um Computerspielgeschichten geht. Genau. Ich würde vielleicht noch ergänzen, auch wenn etwas nicht wahr ist, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem wahnsinnig interessant und spannend sein kann. Insofern lasst euch den Spaß nicht verderben und guckt, spielt weiter Videospiele, habt eure Freude daran und lasst euch nicht von Vorurteilen ins Boxhorn jagen. Ich finde das ein wunderschönes Schlusswort für diesen Abschnitt. Herrlich. Vielen Dank an euch. Ich hoffe, wir hören mal wieder was von euch. Ja, danke, dass wir dabei sein durften. Sehr gerne und wir gucken mal, was wir noch alles ausgraben werden. Vielen, vielen Dank. Und alles Gute für eure nächsten 100 Episoden. Das kriegen wir hin. Genau. Danke euch beiden. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ja, das war eine Stunde 10. Das hätte auch gerne länger sein können. Du hast gerade schon gesagt, du weißt gar nicht, wie man sich anfühlt nach 20 Stunden. Man muss natürlich sagen, dass die Sendungen vorproduziert sind von den beiden. Ich glaube, da verrate ich nichts. Und dass sie eben zur 100. Folge sehr, sehr viel zusammengetragen haben an Material. War uns eine große Freude. Vielleicht, wenn wir mal irgendwann mehr Zeit haben, kann man ja nochmal was gemeinsam veranstalten. Und ansonsten sollte man sicherlich die Seite der beiden und den Podcast gerne abonnieren. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Genau, war eine super Sache. Damit sind wir am Ende des Themas, in Anführungsstrichen, der heutigen Episode. Jetzt würde mich natürlich auch nochmal brennend interessieren. Der Hamster und das Wildschwein. Wie man einen Hamster mit einem Wildschwein und ob das überhaupt stimmt, diese Geschichte. Die Auflösung. Die Hoaxilla Story ist tatsächlich den wirklich seriösen Medien zu entnehmen und hat sich zugetragen in der Nähe von Freising. Und der Mann, der Taxifahrer, der dort beteiligt war, hat tatsächlich wohl in seinem Leben weder auf Bildern noch in Natura jemals ein Wildschwein gesehen und hat es tatsächlich für einen sehr großen Hamster mit sehr großen Zähnen gehalten. Und er war wohl, wie die Polizei betont, nüchtern. Das ist ja auch nochmal eine ganz interessante Information. Also es war nicht irgendwie Alkohol im Spiel, zum Glück. Dem Mann ist auch zum Glück wiederum nichts passiert. Und da kann man eigentlich nur sagen, es ist nochmal glimpflich, wenn auch leider nicht für das Wildschwein ausgegangen. Hätte sicherlich eventuell auch mehr passieren können. Also Leute, Achtung vor großen Hamstern mit großen Zähnen, die irgendwo im Wald auf Bundesstraßen ihr Unwesen treiben. Wenn ihr einem solchen begegnet, dann handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Wildschwein. Und man sollte aufpassen. Ja. Vor Wildschweinen eh. Also, ich habe mal im Schwarzwald als Kind Wildschweine. Ja. Da war das eine ganz andere Geschichte. Ja, damit sind wir am Ende der 238. Episode von Hoaxilla. Hoffen, dass die für euch unterhaltsam war. Und wir hören uns dann im Oktober wieder. Es ist erstaunlich, wie dieses Jahr vorbeigeflogen ist. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, wie viel Spaß es macht, weiterzumachen. Will mich jetzt hier auch nicht großartig wiederholen. Vielen, vielen Dank für alle diejenigen, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben, die sagen, Hoaxilla, das ist Qualität, das ist es mir wert. Ich unterstütze das gerne, dass die beiden weitermachen. Wir freuen uns da sehr drüber. Und diese ganze Debatte, die es in der Podcast-Szene darüber gibt, darf man mit Podcasting Einnahmen generieren, soll man Werbung schalten,
da können wir, glaube ich, mit relativ breiter Brust sagen, dass wir so tolle Hörerinnen und Hörer haben, die bereit sind, für unseren Content auch einen Euro abzudrücken. Ich weiß, dass auch Leute mehr abdrücken, aber ich sage es ganz bewusst so. Und dann muss man auch keine Werbung schalten. Und das ist natürlich eine besonders tolle Situation, dass ihr der Ansicht seid, dass das, was wir machen, das wert ist. Und dafür kann ich eigentlich jede Folge einmal Danke sagen. Und da bricht mir auch kein Zacken aus der Krone. Das ist total super. Genau, ihr seid einfach großartig. Danke euch da draußen. Und wir hören uns ganz bald wieder und verabschieden uns jetzt in unseren Urlaub. Und euch da draußen alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hoaxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.